Water. Earth. Fire. Air. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Manche von euch haben in letzter Zeit vielleicht schon einmal von Benedikt Maurer gehört. Ein Typ, der laut eigener Aussage über spezielle Kenntnisse in Physik, Chemie, Psychologie und Parapsychologie verfügt und dessen Psi-Kräfte nun durch die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften offiziell bestätigt wurden. Das ist zumindest der Eindruck, den man auf Benedikt Maurers YouTube-Kanal und dessen Webseite gewinnt. Aber ist das tatsächlich so? 2019 absolvierte Benedikt Maurer einen Test der GWUP, wobei es ihm gelang, in 9 von 13 Durchgängen einen in einer von 10 äußerlich identischen Schachteln versteckten Magneten zu finden. Dafür gibt es nun abgesehen vom bloßen Zufall zwei mögliche Erklärungen. Erstens, Maurer verfügt tatsächlich über unerklärliche Fähigkeiten, die seine Mitmenschen immer wieder in Erstaunen versetzen. Oder zweitens, es handelt sich bei Maurer um einen Betrüger, dem es nur durch Hilfsmittel wie beispielsweise magnetische Implantate oder versteckte Sensoren gelang, den Magneten zu finden. Welche dieser Erklärungen nun zutrifft, werden wir wohl in nächster Zeit nicht erfahren, da sich unser Schöpfer brechreizerregender Neologismen wie parasensitive Intelligenz nach der angekündigten Überprüfung auf zuvor erwähnte Hilfsmittel nun gegen einen zweiten Test entschieden hat. Als Begründung dafür nennt Maurer, sich auf seine zweite Ausbildung konzentrieren zu wollen. Eine unabhängig von ihrem tatsächlichen Hintergrund wirklich denkbar dämliche Aussage. Damit verzichtet Maurer nicht nur auf ein Preisgeld von 10.000 Euro, an dem er selbstverständlich sowieso nicht interessiert war, eine interessante Behauptung übrigens für jemanden, der im Internet einen Telekinese-Kurs für insgesamt 360 Euro anbietet, sondern er behindert damit auch die angeblich von ihm angestrebte wissenschaftliche Untersuchung seiner Fähigkeiten. Ich nenne das den Dschungel der Spiritualität. Von einem tatsächlichen Beweis telekinetischer Fähigkeiten kann hier also aufgrund Maurers Verweigerung zur Wiederholung des Tests keineswegs gesprochen werden. Erst recht liegt dabei kein Beweis für die Echtheit von Maurers Fuchteleien auf YouTube oder der Erlernbarkeit derartiger Fähigkeiten durch seine Produkte vor. Die Veröffentlichung neuer Bücher, ein Prozess, der zumindest im Idealfall deutlich mehr Zeit erfordern sollte als die Teilnahme an einem Test, scheint Maurer wohl aber dank seiner speziellen Kenntnisse keine Probleme zu bereiten. Was letztendlich bleibt, ist ein Beleg dafür, dass es sich bei der GWUP wohl doch nicht um einen beweiseverschleierten Lügenverein handelt, sonst wären Maurers ursprüngliche Ergebnisse wohl nie veröffentlicht worden, sowie Maurers persönliches Auf unbesiegt ewig in Form eines dämlichen GWUP-Aufklebers und einer ganzen Menge wirklich dummer Aussagen. Skeptiker sagen, ohne Replikation wird in der Wissenschaft nichts anerkannt, weil es immer mal methodische Fehler geben kann. Dazu sage ich, dass das eine reine Ausrede ist. Denn wozu denn dann die ganzen Psychokinese-Tests? Irgendwas scheint ja daran dann faul zu sein bei den Skeptikern, oder nicht? Wenn diese mit einer echt solch billigen Aussage daherkommen. Was? So kann Maurer sein spezielles Wissen rein aus moralischen Gründen gar nicht kostenlos anbieten, da es ja sonst in falsche Hände geraten könnte. Dieses Wissen darf man nicht einfach so kostenlos und frei in die Welt setzen. Denn denkt mal nach, was alles passieren könnte, wenn es in die falschen Hände gerät, ja? Ja, also ich persönlich kann mir auch wirklich keinerlei falsche Hände vorstellen, die finanziell dazu in der Lage wären, sich diesen Kurs zu kaufen. Der einzige Grund, warum Europa wohl noch nicht von einer Welle islamistischer Jedi-Krieger überrannt wurde, muss dann also logischerweise Maurers Preispolitik sein. Allahu Akbar, meine Freunde, und folgt mir auf Twitter. Elektromagnetismus ist überall im Universum. Dieses Feld ermöglicht einen universellen Informationsaustausch. Alles, was sich im Universum befindet, liegt nicht nur im goldenen Schnitt, falls ihr wisst, was das ist, sondern es benutzt eine Grundlage für vieles, was sich im Universum auffällt oder was da zumindest vorhanden ist. Und das ist wiederum auch Elektromagnetismus. Sei es Raum und Zeit oder der Halt von einem Planeten zum anderen. Elektromagnetismus ist vielseitig einsetzbar und teils nicht mal messbar, obwohl er vorhanden ist. Das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben. Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein. Das sind ja immer Schocktraumata, immer wenn du dir solche Videos oder Filme anschaust.